Unternehmerische Universität bedeutet eine Einstellung zu den Dingen, ist ein Spirit, ein Mindset, Awareness würde man sagen im Angelsächsischen, heißt, dass man seine Agenda in die Hand nehmen möchte, selbst gestalten, nicht nur jammern, nach Opportunities sucht. Als ich zum ersten Mal im Professorenkreis vor über 15 Jahren über die Unternehmerische Universität sprach, da gab es Stirnrunzeln. Und da ist auch gleich gesagt worden, dass viele Wirtschaftsunternehmen doch gar nicht positiv besetzt sind und gar nicht so alt sind wie wir. Und wenn sie jetzt existieren, auch nicht noch so lange leben werden wie die TU München. Aber mit dem Hinweis auf die positiven Charakterelemente konnte ich die Professorenschaft wirklich überzeugen. Ich konnte auch überzeugen, dass ein geordneter Wissenschaftsbetrieb, wie es im Übrigen auch die Großen dieser Welt, Stanford, Harvard sind, in keinster Weise auf die Freiheit der Wissenschaft, auf die freie Ausgestaltung der Themen verzichtet, ganz im Gegenteil. Und dass eine unternehmerische Universität den Erfolgreichen bessere Arbeitsmöglichkeiten gibt als den weniger erfolgreichen. Und auf dieses Prinzip hatten wir uns damals an der TU München verständigt und es hat sich als erfolgreich erwiesen. Die Exzellenzinitiative hat nicht nur unmittelbaren Nutzwert für die Betroffenen gebracht, für die Erfolgreichen, für die Glücklichen können Sie es auch nennen, sondern erhebliche Abstrahleffekte mindestens so groß wie die Primär-Nutzeffekte. Und zwar einmal dadurch, dass alle kapiert haben, der Wettbewerb ist ausgebrochen, der ist da. Und du musst deine Rolle in diesem Wettbewerb finden. Die wird unterschiedlich sein, je nach Alter, Herkunft, regionale Positionierung der jeweiligen Universität, groß, klein, alt, jung, etc., etc., Ausrichtung, technisch oder nicht. Und des Weiteren hat dadurch, dass dieser Wettbewerbsgedanke kam, es in den Hochschulen mehr denn je vorher zu Diskussionen geführt. Was ist denn eigentlich unser Profil? Brauchen wir überhaupt eins? Ist alles so gut, was wir machen? Wie kommen wir zu den besten Leuten? Etc., etc.